Hallo Leute und herzlich willkommen zu Fallout 4. Das Ganze wird kein klassisches von vorne bis hinten Let's Play, sondern das wird in Tagebuchform. Lasst euch einfach überraschen, was ich da am Ende mache. Das wird ein bisschen geschnitten und so weiter. Ich versuche allerdings die wichtigsten und lustigsten und schönsten Sachen natürlich drin zu behalten. Da natürlich alle schon den Anfang kennen von dem Spiel, habe ich das Ganze ein bisschen in komprimierter Form gemacht, was ihr jetzt sehen werdet gleich und danach geht das richtige Let's Play los, in Tagebuchform natürlich. Liebes Tagebuch. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich dich und diesen Stift her habe, aber heute ist eh der krankeste Scheiß passiert. Ich habe wie jeden Morgen friedlich vor dem Fernseher verbracht und meinen Kaffee geschlürft, als ein Vertreter von Voltec an der Tür klingelte. Dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen... Er hat uns einen Platz in einem Bunker reserviert. Und schon brach der Atomkrieg los. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und... Hey. Laufen Sie über die Brücke! Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich rein. Nicht schießen! Oh Gott! Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Seuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Dann wurden wir in einer Kryoschlafkapsel gesteckt, mein Sohn wurde entführt und meine Frau erschossen. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Ist das alles, was noch übrig ist? Thank you.
als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne... Jetzt sind 200 Jahre vergangen und ich habe einen Hund. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Ich suche jetzt meinen Sohn und werde meine Frau rächen. 25. November 2077. Oder besser, 25. November 2277. Tja, liebe Leute, soviel zum Anfang. Wir haben jetzt einen Hund. Und ich habe noch gar keinen Namen für Hund. Den könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare oder so schreiben, wie ich vielleicht den Hund nennen könnte. Wäre ganz cool. So, und jetzt erkunden wir erstmal die erste Umgebung. Wir haben hier eigentlich schon mal geschlafen. Egal, los geht's. Aschenbecher. Oh, was? Haarklammer. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Wir sind hier cool im Ödland unterwegs. Ey, scheiße. Atomkrieg. Vor 200 Jahren? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kryoschlafkapsel. Frau tot. Sohn entführt. Komischer Typ mit Narbe. Und Pistole. Und Cotsworth sagt, wir sollen nach Concord gehen. Mal gucken, was hier so abgeht. Junge, Junge. Aber nach 200 Jahren endlich was essen, war echt gut. Hat man doch schon ein bisschen Hunger. Oh, sieht richtig cool aus hier. Ist das hier ein Spielplatz? Ein UFO-Spielplatz. Oh. Nice. Ich höre Schüsse. Vogel. Abschießen kann, probieren wir später aus. Wow. Dann probieren wir doch gleich aus. Oh, einfach. Ups. Munitionsverschwendung. Sowas mag doch der Ödländer. Hinten ist eine Kirche. Lass mal zu der Kirche gehen. Ich hoffe, dass hier unterwegs kein anderer Typ ist. Deswegen gehe ich extra hier. Außenrum. Hund! Hey, hier drüben. Komm her. Los. Dort drüben. Warte da. Hier ist ein Rider. Ja. So, bleib hier. Kann ich irgendwie meinen Hund aus der Ferne rufen oder so? Echt cool. Psst. Los geht's. Los geht's, los. Komm mal. Boah, ich dachte, das wäre echt ein Gegner. Schraubenzieher. Mutti zeigt dich, Junge. Und zwar nackte Kinderbilder von dir. Luca Cola. Tafelmesser, okay. Eine leere Pulle, ey. Vorne ist so ein richtiges Messi-Game, glaube ich. Oh, Sicherung. Kann man immer gut gebrauchen. Und Glühbirne auch, bestimmt. Okay. Und ganz vorsichtig. Leise! Du sollst leise sein! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Scheiße, du versteckst. Okay. Da haben wir den Typen ausgeschalten. Nice, Wano. Billardkö. Okay.
Hier wird geschossen. Gefahr. Ich sehe doch niemanden. Und? Los. Komm mit. Komm her. Komm, komm her. Was? Okay. Der tut es gut. Dann kann ich hier überhaupt nicht durchschießen, oder was? Da komme ich so nicht auf. Okay. Wenn ich da nicht durchschießen kann, könnt ihr da auch nicht durchschießen, ihr Trottel. Hoffe ich. Gibt's hier irgendwas Schönes noch zu holen? Ne. Jedenfalls nicht. Boah! Hörst du mal auf, mit den Puppen zu spielen? Wir sind ja mitten im Kampf. Wow, gleich keine Moon mehr. Das ist natürlich praktisch. Ei, 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 ei! Hund! Sehr gut gemacht, Hund. Ausgezeichnete Arbeit. Ich brauche immer noch einen Namen für dich. Oh, Patrone. Lass mal das mitnehmen hier. Der Dude da ist runtergefallen. Das ist natürlich reichlich dumm. Aber. Wo ist er denn hingefallen? Hallo? Typ? Typ ist nicht mehr da. Oh, was für die Tür auf. Willkommen im Terminal von Robco Industries. Passwort erforderlich. Das ist das sogenannte Hacken, was man noch von Fallout 3 kennt. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Positionen als auch Buchstabe selbst, auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, okay. Moment. Null Treffer. Wow. Slide. Ein Treffer. Wahrscheinlich das E. There. Ein Treffer. Die haben nur ein E gemeinsam. Ein R scheint nicht drin zu sein, ein H und ein T auch nicht. Also ein R ist nicht drin. Leave. Okay, also, warte mal, lass mal da durchgehen. Das ist es nicht, weil es kein E drin. Track, kein E drin. There ist es auch nicht. Bei Slide ist ein S drin, ein S ist aber nicht drin. Betty hat ein E und ein T. Aber there hat nur einen Treffer. Also ist es auch nicht Betty. Agile. Agile. Hat ein E drin und kein T. Lass mal gucken. I. I passt aber auch nicht für Slide. Kann natürlich auch Zufall sein mit dem E, ne? Leaf hat ein E drin. Kein E, L. Doch ein L ist drin. Oh, scheiße. Wires. Groups. Okay, dann war das mit dem E wahrscheinlich riesiger Zufall. L-I-D-E. Bin durch. Oh, Zufall. Sicherheitstor in Regeln. Bin durch.
Na dann. Mach mal auf hier. Was haben wir denn hier? Fusionskern. Lass mal mitnehmen. Und die Tür wieder zumachen. Warte. Deine Mutti ist hier. Und? Folge mir. Hey, Kumpel. Da muss man immer abbrechen drücken. Was ist das für ein Scheiß? Molotow-Cocktail. Geht's dir gut? Ja, lass einfach mal alles mitnehmen, ja. Schrotpatronen, okay. Oh, eine Schrotflinte, nice. Ah, die kann man gleich mal einpacken. Waffen. Doppelläufige Schrotflinte. Die packen wir uns auf, die drei. Annehmen. Na toll. Ich schlag dir auf den Arsch. Okay. Shotgun Action. Oh, ich glaube, das war's. Ja, alles mit dem. Oh, das war eine Frau. Okay. Brauchen wir noch immer die andere Pistole, weil irgendwie. Lass die mal auswählen. Ach so. Mit dieser verkackten Pistole haben wir jetzt so krass Munition. Ja, okay, dann lass halt die ausrüsten mal. Ja. Hallo. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Dankeschön. Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Okay. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Nein, das ist es nicht. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Was sind Ghule? Wow, du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja... Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Okay. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Warum war da kein Untertitel? Eine Powerrüstung. Das ist ein heftiger Schutz. Oh, es wird noch besser. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir kommen nicht an das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier.
Du könntest es probieren. Habe ich schon. Ich habe den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Dankeschön. Kalotronisch. Geh mal da, komm ich her. Wow, was ist los? Du hast eine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält ein Holoband-Spiel Atomic Command. Cool. Kann ich das hier? Oh, ich kann es auch bewegen. Nice one. $40 hat das gekostet? Das heißt ja auch das Spiel. Mitnehmen. Oh, nice. Irgendwas sagt mir, das ist der Dude, mit dem wir gleich rumrennen werden. Haarklammern, Klebeband, verstellbare Schraubenschlüssel, klingt gut. Log von SSG Michael Daly. Den höre ich mir alle mal später an, die Dinger. Ich will jetzt erstmal krassen Shit erleben. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Eingabe. Ah. Okay. Und jetzt? Torso. Ah. Nice. Powerrüstung reduzieren Schaden durch den gegnerischen Angriff, nimmst du veränderst Schaden und durchstürzt. Okay. Ja, cool. Dann gib mir mal die krasse Minigun. Ha, cool. Jetzt sieht sogar das ja anders aus. Minigun ausgewählt. Klasse. Boss, hier oben ist jemand. Klebeband mitnehmen, Schraubenzieher mitnehmen. Was haben wir hier noch? Klebeband und eine Schere. Ein Ölkanister. Sturmfeuer. Momentchen mal, ja? Minigun, legen wir uns erstmal auf die 5, ja? Ich will ja die anderen Dinge auch mal ausprobieren. Hm? Ah! Guck mal, die Impro-Pistole. Möchte ich jetzt gerne erstmal. Hallo? Impro-Automatik-Pistole. Dorthin. Hat geklappt. Okay. Achso, da ist er noch. Meinst du? Ja, okay, dann lass halt Minigun benutzen, wa? 500 von 790 Schuss. Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Dann mal ich vorbei. Okay. Nachladen. Ich warte noch. Arschloch. Arschloch. Was ist das für eine Scheiße? Okay, es reicht. Na, Dude! Was ist das, du? Vollidiot. Alles mitnehmen. Lalalala.
keine Ahnung, warum ich mit dem Ding überhaupt nachlade. Fuck you! What? Ah. Lass mal wegrennen. Au. Alter. Reloading ist gut. Ah, fuck. Alter. Todeskralle. Wollt ihr mich verarschen? Vor allem greift die Todeskralle nur mich an, ja? Und nicht die anderen Dudes. Und die anderen Dudes kämpfen auch mit der Todeskralle mit. Das ist ja voll dumm. Boah. Puh. Erstmal ein Stimpack fressen, würde ich sagen. Was? Nein. Nein. Okay. Lasst uns hier reingehen. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Alter, hast du das Riesenvieh gesehen? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hm? Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Ich bin nicht für das Geld getan. Also. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du ich bin gerade frisch Freund, aufgestanden, mein Freund. Andere Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Gute Idee. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch. Deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Was? Mein Sohn lebt? Ich kann ihn nicht sehen, nicht klar, aber ich spüre seine Lebenskraft. Wow. Er ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das dritte große, Auge? Das grüne Juwel des Commonwealth, Diamond City, die größte Siedlung in der Gegend. Okay. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Chance, okay. Aber, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Genau. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Ja. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das hier kann es wohl kaum. Hey. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Genau. Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Genau. Jemand? Ich. Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Nein, lass Diamond City gehen. Los, June, wir müssen gehen.
Okay. Obwohl, vielleicht ist es ein bisschen weit. Keine Ahnung, wo das liegt. Aber okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Sanctuary. Mit unserem coolen Anzug. Ich bin sicher, Preston kommt mit allem klar, bis wir Sanctuary erreichen. Warte mal, Oma. Lass mal gucken. Ich habe hier schon ein bisschen Cram. Ja, aber okay, gebe ich dir später. Noch hast du mein Vertrauen nicht. Hallo? Könntet ihr euch mal ein bisschen beeilen mit rausgehen? Boah. Bam, ja. Ich liebe Leute, die in der Tür stehen bleiben, wenn man selber durchgehen möchte, ohne Mist. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Dich zusammen. Okay. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, Mann. Das war mal mein Zuhause schon, du Affenkopf. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Was denkst du denn, was ich sagen will? Nun, dass du aus der Zeit vor dem Krieg stammst. Den großen Krieg. Wie einer dieser alten Ghule, die man manchmal trifft. Ist das so? Vor 200 Jahren? Ja, irgendwie schon. Ich wurde vor über 200 Jahren geboren, aber die meiste Zeit war ich eingefroren oder so. Bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider. Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Okay. Kein Problem. Ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Wie viele EP gab denn das jetzt? Wow. Eiskalt daneben geschossen, du Bob. Aber ich auch. Oh, nice. Okay, das gibt's also auch. Ich wollte dich nachladen. Diese Dinger werden auch von Jahr zu Jahr größer und bösartiger. Ja. Tja. Und wie es aussieht, war es das heute schon mit dem Tag. Ich suche mir jetzt noch ein Schlafplätzchen und dann schreibe ich mein Tagebuch zu Ende für heute. Das heißt, ihr habt es ja schon am Anfang gesehen diesmal. Bis dann. Fresse jetzt!